Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. So, falls ihr Kommentare auf das andere Video geschrieben habt, habe ich sie hier jetzt noch nicht umgesetzt, weil ich die beiden Videos direkt hintereinander aufnehme, weil ich am Montagabend streame und deswegen keine Zeit habe, am Montag ein Video aufzunehmen. Das würde ich ja sonst meistens abends machen, jedenfalls nehme ich meistens abends die Videos auf und deswegen muss ich heute halt direkt zwei Videos produzieren, damit eben der Dienstag direkt mit abgedeckt ist. Ich wollte ja jetzt hier zusätzliche Häuser bauen. Ach, guck mal, die 59 Stück da. Wie schwarz? Eichenholzzäune, die sieht man jetzt nicht so gut hier im Inventar. Naja, das ist ja egal. So, wie gesagt, Shader lasse ich jetzt auch nochmal aus. Ich brauche vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr davon. Die Erde lasse ich jetzt einfach mal hier drin. Und ich brauche jede Menge Holz, würde ich sagen. Und wovon haben wir jede Menge? Jede Menge haben wir momentan von Schwarzeichenholz. Deswegen nehme ich auch das jetzt mal. So, eine Tür brauche ich auf jeden Fall. Und ich brauche auch Glas. Deswegen, ich weiß nur noch nicht, wie viel Glas will ich denn verwenden. An Türen nehme ich mal, was habe ich hier, eine Eisentür. Ich nehme erstmal eine normale Eichenholztür, weil ich sie habe. So. So, diese 8 machen, glaube ich, 16, ne? Aber 16 ist vielleicht knapp. Ich weiß noch nicht. Lassen wir es erstmal. Nee, ich nehme noch mal mehr. Ich mache ja eh auch mehr Häuser. Nicht unbedingt jetzt, aber schwupp. So, nochmal. Okay. Das sind jetzt eine Menge Glasscheiben. Okay. So. Hölzer, Pflasterstein, Glasscheiben, Eichenholztüren. Ich nehme auch noch mit Schwarzeichenholzzäune. Ja, und ums Dach. Will ich mich direkt schon ums Dach kümmern? Die Truhe kann auch weg. Warum habe ich denn hier eine Truhe im Inventar? Warum habe ich eine Truhe im Inventar? Sehr seltsam. Okay. Ich möchte, so wie bei mir hier oben, ein Dach aus zwei unterschiedlichen Sorten Material bauen. Und zwar aus Stein und aus Holz. Ich habe aber nicht mehr so viele Pflastersteintreppen. Dann müssen wir mal neue machen. Ach so, und ich nehme mal hier so ein bisschen Kies mit, weil ich es schön finde. So. Noch mehr. Okay, und beim Holz möchte ich aber dann kein Schwarzeichenholz nehmen, weil Schwarzeichenholz haben wir schon in den Stämmen. Ich nehme, tja, verdammte Hacke, Eichenholz und davon müssen wir leider noch mal was machen. Okay. Okay. So. Ach so, wie viel habe ich denn hier noch? Eine Treppe. Das ist nicht so viel. Da müssen wir mehr schlagen. Dann müssen wir viel mehr schlagen. Dann müssen wir wahrscheinlich, bevor wir dieses Dach fertig bekommen, nochmal dann eine Folge nur zum Holzhacken einplanen. Naja, ist wurscht. Gehen wir erstmal die Nacht wegschlafen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, Lehm hätte ich ja schon gerne, ne? Aber keine Mesa, kein Lehm. Oder finde ich noch woanders Lehm? Nö, ne? Das andere ist ja Ton. Na ja, alles gut bei euch? Ich baue jetzt nochmal ein Haus, ein schickes Haus, ein richtig, richtig schönes Haus. Da hat er gearbeitet, habt ihr es gesehen? Der andere auch! Ach, der Fischer und der Bauer! Oder sind das jetzt zwei Bauern? Das ist der Fischer. Der Fischer erntet auch! Oh, dann habe ich zwei hier. Ach, das ist ja geil. Oh, das ist ja schön. Mann, Mann, Mann. Und mein Konvent hier. Eigentlich müsste ich als nächstes eine Kirche bauen. Soll ich als nächstes eine Kirche bauen? Nee, ich baue ein Haus und nach dem Haus baue ich dann eine Kirche. Okay? Ich habe mich jetzt aber so ein bisschen eingeschossen auf ein Haus. Ach so, ja genau. Kies. Kann ich da auch mal kurz zeigen, wie der Kies aussieht. Mach mal hier direkt vor so eine Haustür vielleicht Kies. So. Ich finde das sehr hübsch und wenn man das dann vielleicht in die Mitte zum Beispiel
Moment, Cobblestone ist jetzt vielleicht nicht der beste Stein, um das auszuprobieren. So, aber wenn man dann so einen Weg macht, ist halt wirklich ein super schmaler Weg. Aber, why not? Ich mach den jetzt einfach nur mal hier, vielleicht bis zur nächsten Haustür, weiter nicht. So, und dann brauchen wir da schon wieder eine Fackel, weil es sonst zu dunkel ist. Hauptsache, der kippt mir hier gleich nicht runter. Ich glaube, der wird sehr böse auf mich, wenn ich ihn angreife. Yeah, ein kleiner Rundweg. Leute, benutzt ihn. Benutzt die Wege, kann ich dann jetzt sagen. Schwupp. Sieht jetzt da hinten blöd aus, wo der eine Rasenblock noch... Da muss ein Blumentopf drauf. Oder ein Busch. Hey, du. Okay, ich habe gerade kein Dekokram dabei. Hey, ihr seht freundlich aus. Und ihr habt teilweise auch unterschiedliche Gesichter. Das finde ich ganz nett. Du warst nochmal ein Geistlicher und du warst nochmal der Gerber. Ach so, was hast du überhaupt? Der braucht Leder. Der würde Lederhosen geben. Der, oh, der nimmt verrottetes Fleisch. Oh, das ist aber gut. Oh, was macht der? Der auch? Und du? Ein Pfeilmacher. Der trägt ja auch gelb. Oh. Ob der Pfeilmacher auch ein Bauer ist, quasi. Mit dir hatte ich ja schon geredet. Okay, ich schlag mal hier diesen Baum ab. So. Sehr schön. Damit ich Platz habe für das Haus, das werde ich hier hinten hinsetzen. Es wird auch kein so großes Haus erstmal, denke ich. Klein, aber fein. Von der Grundfläche denke ich genauso wie diese Häuser da, oder? Gute Frage. Nächste Frage. Ich denke, es wird... Ich fange einfach an, loszubauen. So. Nicht fragen, machen! So. Jungs, ihr müsst hier so ein bisschen aufpassen, ja? Nicht, dass ihr hier dann gleich irgendwie drüber springt. Und ich möchte euch natürlich auch nicht verletzen. So. Gut, hier der Grundbau, den machen wir so ganz normal. So, sehr schönes Holz, oder? Hier, Schwarzeichenholz. Ich glaube, das sieht viel schöner aus als in dem anderen Texturenpaket, oder? So, ich fange auch direkt an, hier die Raumeinrichtung zu planen. Ich denke mal, dass ich hier eine Küche hinmache, deswegen lasse ich hier zu. So, okay. Küche. Da geht es dann vielleicht gleich schon direkt irgendwie rauf. Windeltreppe. Machen wir das so, dass man hier noch ein Fenster reinmachen kann? Also irgendwie so? Und dann so um die Ecke? Oder nicht? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich baue jetzt erstmal. Ich glaube, hier werde ich auf keinen Fall ein Fenster reinmachen können, weil hier wird ja die Treppe sein. Oder? Nicht so viel nachdenken, Regia. Du hast ja tolle Sachen. So, aber ich glaube, hier kann ich wieder ein Fenster reinmachen. Wie sie hier unten geiern. Geiern. Okay. Da ist auch schon der erste Stack verbraucht. So. Gut, da kommt jetzt direkt mal eine Tür rein. Essen brauche ich gleich eigentlich schon wieder. Wow. Ich bin schon wieder so hungrig. So, noch ein paar Glasfenster hier direkt rein. Hier haben wir unten keine... So. Haben wir unten keine Gitter. Obwohl ich die Gitter nicht schlecht finde, wenn ich ehrlich bin. So. Außen kommt auch ein bisschen Beleuchtung dran. So. Vielleicht hier noch. Ach, ich weiß, wie ich das mache. Ich mache die Beleuchtung hier ins Holz. Dann brauchen wir hier nicht so viele Fackeln. So. Da haben wir eine vergessen. So machen wir das dann. Sehr schön. Genau. Und diese Fackel, die machen wir einfach daran. Wunderbar. Oh.
Eine Fackel. Und mal gucken, können wir hier schon irgendwelche Setzlinge aufnehmen? Nö, können wir nicht. Gut, innen drin brauchen wir natürlich auch Beleuchtung. Sonst habe ich hier ungewünschte zu erwarten. Okay, ich werde mal noch keine Treppe raufbauen, weil ich einfach noch nicht so ganz genau weiß, wie ich das machen will. So, ich gehe aber erstmal hoch, weil ich möchte, dass das Stockwerk hier drüber ein kleines bisschen größer ist. So möchte ich das gerne haben. Hier an den Ecken brauche ich das, glaube ich, so, oder? So. Oder? Ah, okay, ja, jetzt weiß ich. Ich möchte nämlich, dass hier die Blöcke vielleicht vorne so rausgucken. So? Wobei, ich brauche ja auch noch einen Eckpfeiler für da oben. Na gut. Ich gehe erstmal so hier ums Haus drumrum. Und hier mache ich Erde hin erstmal. So. Nicht wundern, das wird noch anders werden. Ich zeige euch dann gleich, wie ich das mache. So, einer nach unten. Du bist falsch. Jetzt bin ich hier gegen gelaufen, ne? So. Nein, du warst zu viel. Da kommt ein Erdblock hin und ein Erdblock drunter. Ha, genau. Einmal richtig angefangen und alles ist gut. Gut, genau. Und hier müssen wir das so machen. Dann steigen wir von innen wieder nach oben. So. Prima. Hier kommt dann ein Boden rein. So, und hier möchte ich das nächste Stockwerk aufziehen. Und das Stockwerk wird einen höher. Das heißt, ich muss hier die Wände 4 hoch machen. Unten mache ich sie nur 3 hoch. Und hier mache ich sie 4 hoch. So. 1, 2, 3. Und gleich noch einer oben drauf. Oh, jetzt hat sie übrigens sehr geleckt. Und ich habe gerade Angst, dass der hier rauf geht und sich die Beine bricht. Was ist denn hier gerade los, dass es so schrecklich leckt? Ich habe gerade noch 60 FPS gehabt, jetzt sind es gerade noch 7. Ich bleib mal lieber gerade stehen. Ah, okay, es erholt sich wieder. Prima. So, oh shit, das war gar kein Holz. Bam, sehr schön. So, und jetzt müssen wir überall noch einen dran setzen. Okay, aber das muss jetzt nicht unbedingt hier jetzt so fort sein. Das kann ich machen, wenn ich die Wolle, die ich nämlich vergessen habe, mitzunehmen. Wenn ich die mitgebracht habe. Und wenn ich die dann anbringe. Wie sie da unten immer noch rumgeiern. Ich habe gedacht, ich hätte alles ausgeleuchtet, wo sie stehen könnten. Also, dass sie vielleicht etwas weiter hinten stehen, ist ja kein Problem. Ich dachte einfach, die Geräuschkulisse wäre da nicht mehr so. Mann. So, wir brauchen weiße Wolle. Reicht ein Stack? Ich glaube schon. Mann, mein Inventar war doch gerade noch so schön leer und jetzt sieht's so kacke aus. So, du nicht rausgehen. Lass mal gucken, wie ich das hinterher noch mache. So. Genau. Jetzt kommen hier Fenster rein. Jetzt muss ich mal gucken. Wo habe ich denn den Mittelstab? Hier, da muss der hier oben auch sein, damit das symmetrischer ist. Das heißt hier 2, 3, 4. Sehr schön. Genau, dann gehe ich erstmal einmal komplett mit der Wolle außen rum. Dann kann ich nämlich hier überall immer den drüber setzen. Und dann springe ich gleich runter. So. Und weiter geht's. Das bedeutet allerdings, dass wir teilweise vielleicht
zwei breite Fenster machen müssen. Also Doppelfenster. Schwupp, schwupp. Okay, es wird gerade hier ein bisschen dunkel. Deswegen mache ich mir hier oben mal ein bisschen dicht. So, hier oben kommt dann das Dach drauf. Und wahrscheinlich wird das Dach dann groß genug, dass man hier auch noch einen schönen Raum reinmachen kann. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Achso, ich mach mal das lieber so, damit ich mir nicht wehtun. So. Sehr schön. Okay. Hier haben wir, hier kommt ja ein Boden rein. Also da, wo ich jetzt gerade stehe, kommt noch ein Boden drauf. Hier mache ich vielleicht zwei einbreite Fenster auf die kurzen Seiten. So. Schwupp. Und hier mache ich dann zwei breite Fenster hin. Tja, schöne große Panoramafenster. Naja, Panorama stimmt nicht ganz. Oh, die 64 haben nicht mal gereicht. Ach du Schande. Ach, Mann. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Sag mal, du Blödmann, wieso stehst denn du hier so? Du bist doch bestimmt mein einziger Gerber. Geh weg von der... Nein, der steht da ganz doof und hat sich in die Ecke gebackt. Na, mit ein bisschen Glück kommt, sobald da irgendwie ein Zombie oder irgendwas anderes hinläuft, der Golem und boxt ihn weg. Wir brauchen also noch mehr weiße Wolle. Wie gesagt, ich würde lieber was anderes nehmen an Material, aber was nicht da ist, ne? Dann müssen wir halt nochmal eine neue Erkundungstour machen und am besten dann ein Netherportal bauen, damit ich einfach... Ah, das sieht aber schon schöner aus als da. Hihi. Ich hoffe, dass das Haus auch gut angenommen wird, ne? Wenn man sich hier schon so Mühe macht, ich hätte vielleicht Holz für den Boden mitnehmen sollen. Das wäre klug gewesen, oder? So. Dann müssen wir das mit dem Holz hier machen. Was ich eigentlich fällen wollte, halt schon im Hinblick auf den, auf das Dach. So. Blip. Ihr könnt das hier natürlich jetzt auch schon wieder abbauen hier. Was man hier machen kann, ist jetzt irgendwelche Konstruktionen, also so Gerüste oder sowas, wie, habe ich Zäune bei? Ja, habe ich. Wir könnten natürlich Zaunelemente nehmen, die das Ganze stützen, wie zum Beispiel so. Ich weiß aber nicht, ob mir das gefällt, wenn ich ehrlich bin. Richtig geil sieht aus, wenn man da einen Trichter dran baut, so als Spitze, so als Metallspitze. Ich lasse die jetzt erstmal so. Nein, 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 nein. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Ich mache das so. Weil das hier fand ich jetzt nicht so hübsch, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir das lieber so. Und dann kann hier vielleicht noch einer so zur... Genau. Zur Verstärkung kommt dann hier noch einer hin. Vielleicht machen wir das auch so. Nee, das sieht blöd aus. Das sieht jetzt aus wie ein Steuerrad... Nicht gekonnt und nicht gewollt. Okay, ich mache das so. Ich habe ja noch jede Menge hiervon. Dann noch ein Zaunelement. Oh, fuck. Direkt Brett vorm Kopf. So. Okay, ich brauche Essen. Ich verhungere gleich. Wow. Ich habe es nicht bedacht. Wie gut, dass hier unser Kürbiskuchen so gut sättigt. So. Müssen wir gleich mal ein bisschen hier die Grasblöcke wegnehmen. Das sieht ja komisch aus. Ne? Ja, so sieht doch viel besser aus. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Okay. Hier noch rein. Und auf der gesamten Seite hier noch. Hier müssen wir nämlich auch noch... Schwupp, schwupp. Ach, da habe ich ja versehentlich... Ah, alles klar. I see. Und das ist falsch. Das brauchen wir nicht machen. Okay, hier noch. Können wir auch gleich schon Glas reinmachen, damit nämlich hier keiner meiner Dörfler, wenn sie hier irgendwie versehentlich raufgehen, aus dem Fenster kippen. So.
Das hat ja glücklicherweise nicht wehgetan. Okay. Zwei. Manchmal rächt es sich dann direkt, ne? Wenn man den Boden noch nicht einzieht, weil man zu geizig ist. So. Tja, wenn man alle Materialien hat, dann geht das immer so schön schnell. Und wenn man einen Plan im Kopf hat, natürlich auch. Ich muss ja sagen, also im mittelalterlichen Bauen habe ich schon diverse Erfahrungen. Ja, ich wollte es, glaube ich, eigentlich mal im Stream machen, meine Mittelalterstadt zeigen, aber... Was machst du denn hier? Du stehst hier aber ganz gut. Ach, hier unten drunter sind Gegner, ja? Ich merke mir das, weißt du was? Ich werde hier mir 4 Stück hinsetzen, dass ich mal da runter gucke. Genauso wie du ja hier vorne schon mal gestanden hast und dann auf den Boden geblickt hast, ne? Hier so hast du hingeguckt. Dann werde ich hier auch noch mal gucken. Brrr. Ach, guck mal, Baby-Zombie. Ich glaube, der Baby-Zombie frisst jetzt hier mein Schwert. Hallo? Au! Oh, durch den Zaun, du Sack! Ha! Das gibt's ja wohl nicht. Oh, das sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, ein Dach fehlt. Ein Dach fehlt. Und natürlich ein Fußboden. Den Fußboden können wir noch machen. So. Das sind 64 Stück. Perfekt. So. Genau. 3 hoch sind das nämlich dann hier immer noch. Das ist ja schön. Wir können auch sparen. Wieder mal. Indem ich nur hier am Rand doppelte Blöcke hinsetze und hier in der Mitte Slabs hinpacke. Dann brauche ich aber die Werkbank, die da vorne steht. Also hin zur Werkbank. Machen wir ein paar Slabs noch. Und nicht zu viel. Aber 18 reichen nicht. Vielleicht 24. So. Achso, das geht ja jetzt nicht mehr. Schwupp. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Ach. So. Sehr schön. Das hat also wirklich gereicht. Ach, perfekt. Genau, so hat man nämlich dann immer noch so dann den Eindruck von Höhe. Prima. Und dann bauen wir jetzt hier auch noch eben eine Treppe hoch. Okay, reicht das, wenn ich die Treppe hier einfach so hinsetze? Ich habe ja ein paar Treppenstufen. So, wartet mal. Reicht das, wenn ich hier anfange? Moment. Erstmal hier wieder was wegschlagen. Oh, da komme ich immer noch nicht rauf. Gut, dann muss ich oben... Aha, alles klar, prima. Ach, ich habe eine gute Idee. Dann machen wir das hier so, vielleicht. So. Und da könnten sie rauflaufen. Sieht hier vielleicht nicht so schön aus. Man kann die Treppe natürlich auch um die Ecke machen. Dann sähe das ungefähr so aus. Ach, Quatsch, doch nicht so. So. Dann haben wir aber noch mehr davon, ne? Nee, das ist jetzt nicht so toll. Okay. Ach so, und ich brauche hier oben natürlich auch noch Beleuchtung drin. Das habe ich auch noch nicht bedacht. So, ich mache es vielleicht lieber oben dran, ha? So da. Klick. So. Und weil ich nicht weiß, ob es hier in der Mitte vielleicht schon was spawnen könnte, machen wir das hier auch so. Ach, das reicht doch. Hier, guck mal. Was machen wir denn hier oben hin? Vielleicht Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer oder so. Unten ist die Küche und eine Essecke. Oder irgendwie Arbeitsbereiche. Drunter kommen Truhen. Machen wir das lieber um eine Ecke? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das sieht besser aus. Machen wir das lieber um eine Ecke. Ich glaube, das ist cooler. Dann bräuchten wir hier einmal einen Slab. Also eine Stufe. Nein, nicht so.
Die muss dahin, wo die Fackel ist. So, und dann geht es nämlich hier weiter rauf. So, und hier auch nochmal weiter rauf. Und dann sind wir nämlich oben angekommen. Super. Dann können wir nämlich hier auch das doofe Ding wieder wegsetzen. Und einen richtigen Block hier hinsetzen. Oh, verdammt. Wow. Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Ja, so ist aber schön. So kann man hier irgendwie noch was drunter machen. Irgendwie zum Arbeiten unten drunter oder so. Und hey du, na, wie gefällt's dir? Genau, guck erstmal aus dem Fenster. Hier kommt die Küche hin, ne? Kommst du rein, kannst erstmal kochen. Und hier hinten sind nur Kisten und so weiter. Da könnt ihr euer Zeugs verstauen, ne? Und dann geht er nach oben und hier könnt ihr schön wohnen. Und ihr könnt vielleicht dann noch irgendwie so hier an so einem, da kommt vielleicht eine Leiter oder so hin und oben ist dann noch großes Schlafzimmer oder große Bibliothek oder so, wer auch immer hier wohnt. Na, okay, aber ich würde sagen, dann war es das für die Folge. Ich nehme jetzt nicht weiter auf, obwohl es mir in den Fingern juckt, das Dach noch zumindest so weit fällt. Wobei, so viel braucht man davon auch nicht, ne? Also, nicht schlecht. Okay, mir gefällt's gut. Es ist viel, viel liebevoller als hier diese Häuser, die natürlich auch schon okay sind, aber ja, gefällt mir gut. Kriegt einen kleinen Garten dabei, kriegt einen schönen Weg dahin, kriegt außenrum ein bisschen Deko, vielleicht so einen Mini-Teich mit ein bisschen Zuckerrohr oder so außenrum rum. Super. Okay, bevor das jetzt hier in die 30 Minuten reingeht, sage ich tschüss und bis morgen.